Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Im letzten habt ihr schon gesehen, heute gibt es mein Haarstyling, was ich ja für die Hochzeit verwenden werde. Genau, also ich werde euch jetzt gleich im Anschluss zeigen, wie ich meine Locken sozusagen gemacht habe, wie ich die Extensions reingemacht habe, welche Frisur ich mir vorstelle mit der Krone und so weiter. Also alles rund ums Thema Haare und passend zum Thema, ganz wichtig, Haarpflege. Und an dieser Stelle, Happy Birthday to Mermaid and Me. Mermaid and Me ist in dieser Woche 3 Jahre alt geworden. Richtig krass, dass es die schon 3 Jahre gibt. Ich persönlich bin seit über 2,5 Jahren mit am Start. Also richtig krass eigentlich, so ziemlich von Anfang an. Und ja, ich habe euch die Produkte Monat für Monat gezeigt. Ihr wisst, ich liebe sie so sehr. Hier zum Beispiel die Papaya-Maske werde ich jetzt gleich verwenden. Ist jetzt also schon fast wieder aufgebraucht. Ich liebe die so sehr. Ich werde heute aber Double Masking machen. Und zwar habe ich hier noch, das ist noch eine alte Verpackung, die Raw Kokosnuss Clay Mask. Die ist jetzt dann auch leer. Ich werde die Kokosnussmaske einmal direkt auf die Kopfhaut drauf machen. Und schön einarbeiten, einmassieren, so bis hierhin ungefähr. Und dann in die Längen und Spitzen werde ich die Papaya-Maske drauf machen. Ich liebe Doppelmasking, weil man braucht ja für verschiedene, das ist wie im Gesicht, man braucht für verschiedene Partien einfach verschiedene Pflegeprodukte. Und deswegen, ich liebe Doppelmasking. Ja, und danach werde ich meine Haare auswaschen. Ich habe jetzt aktuell hier am Badewannenrand auch die Power Papaya Serie. Ich mag die einfach unheimlich gerne. Also die haben erstens einen richtig genialen Duft, der ist wirklich unschlagbar. Und schäumen richtig gut auf, macht die Haare richtig sauber. Und der Conditioner macht dann alles wieder schön weich, geschmeidig, dass man ja, gut durchkämmen kann und so weiter und so fort. Und danach, ganz, ganz wichtig, weil ich ja jetzt auch gerade gesagt habe, mit Haarstyling und so weiter, super, super wichtig, immer einen Hitzeschutz zu benutzen, ihr Lieben. Vergesst es nicht. Ihr macht eure Haare so kaputt. Ihr könnt die tollsten Pflegeprodukte benutzen, wenn ihr danach mit Hitze arbeitet und ihr eure Haare eben davor nicht pflegt oder schützt. So, so wichtig, Hitzeschutz. Und das ist mein absoluter heiliger Gral, wenn es um Hitzeschutz, Pflege für danach sozusagen geht. Also das ist ein Shine-on-Spray. Erstens, Duft, genial. Dann verleiht es einen leichten, natürlichen Glanz, ohne ölig oder fettig zu wirken, sondern einfach ganz leichter Glanz. Und hier ist ein Hitzeschutz drin, bis, glaub, bis 200, 230 Grad oder sowas. Also richtig, richtig genial. Ganz wichtig, das benutze ich immer, selbst wenn ich meine Haare nur föhne. Noch nicht mal, wenn ich irgendwie jetzt Glätteisen, Lockenstab oder sowas benutze, sondern auch schon beim Föhnen, weil Föhnen ist auch Hitze. Das vergessen viele. Genau, das sind so meine Produkte, die ich momentan von Mermaid & Me benutze. Aber ich wechsle da immer. Ich liebe ja alle die Masken, die sind so nice. Oder auch das Haaröl zum Beispiel. Ihr Lieben, anlässlich des Geburtstags, also der Geburtstagswoche, gibt es nämlich einen richtig, richtig genialen Code. Und zwar ab 49 Euro Mindestbestellwert bekommt ihr ganze 40%, ihr Lieben. 40 auf komplett alles. Völlig egal, ob es Einzelprodukte sind, ob Sets sind. Wenn ihr Sets euch aussucht, dann spart ihr ja sowieso. Ihr könnt euch auch euer eigenes Set zusammenstellen. Ganz, ganz wichtig, mit euren Favoriten. Spart dann schon und obendrauf gibt es dann nochmal die 40%. Das heißt, ihr kriegt schon mal, oder ihr kriegt, spart in Wirklichkeit noch viel, viel mehr. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ich werde jetzt einmal meine Haarmaske reinmachen, die schön einwirken lassen für mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich lasse die auch manchmal 2, 3, 4 Stunden drin. Ich habe sie sogar auch schon über Nacht drin gelassen. Also könnt ihr alles machen ohne Probleme. So, die Masken sind drauf. Ich hatte mich jetzt übrigens doch entschieden, erstmal die Papaya-Maske aufzubrauchen. Ich habe die jetzt komplett leer gemacht. Und da, wo noch so ein bisschen was gefehlt hatte hinten, habe ich dann die Raw Coconut Maske verwendet. Ja, ich gehe jetzt in Ruhe duschen und währenddessen kann ich die einwirken lassen. Und wenn ich dann fertig bin, dann werde ich zum Schluss auswaschen. Und ich gucke mal, was ich heute mache. Ich glaube, ich werde sie entweder glätten oder über die Rundbürste so ein bisschen glätten. Aber für euch geht es gleich mit dem Hochzeitsstyling weiter. Auch sehr, sehr, sehr genial. So, ich bin geduscht. Meine Haare sind ausgewaschen. Jetzt benutze ich das Shine-on-Spray. Das gebe ich einfach wild drauf. Ich mache jetzt auch meine Haare über Kopf und sprühe das überall drauf. Dann weiß ich, okay, meine Haare sind überall vor der Hitze geschützt und dann werde ich mal eine Runde föhnen und euch das Endergebnis zeigen. So, ihr Lieben, hier einmal das Endergebnis. Ich habe nichts in den Haaren drin, also kein Öl, kein gar nichts. Ich wollte euch wirklich das Ergebnis zeigen, wie schön die einfach glänzen. Die fühlen sich so, so, so weich und geschmeidig an. Ich habe jetzt einfach ein bisschen über die
Rundbürste vom Dyson einfach so ein bisschen geföhnt. Nur so ein Hauch. Ihr seht schon, hier sind sogar ein paar glatte. Also nichts Besonderes. Und trotzdem, die Haare fühlen sich so geschmeidig, weich, gesund an. Also ganz, ganz, ganz große, große Liebe. Also ihr Lieben, schaut sehr gerne bei Mermaid & Me vorbei und nutzt den Birthday-Code von satten 40%, ihr Lieben. Das ist wirklich ein richtig, richtig genialer Code. Deswegen schaut gerne vorbei. In der Infobox sind nochmal alle Infos. Für euch geht's jetzt mit dem Vlog weiter. Weiter alles rund ums Thema Haare. Also viel Spaß dabei. Sodale, back. Wir haben gegessen. Spaghetti mit Käse-Sahnesoße. Hatte der Lia sich nämlich schon vor ein paar Tagen gewünscht und ich habe gesagt, ich mache das heute auf jeden Fall. Das essen wir eigentlich alle ganz gerne. Meine Schwester hat auch mitgegessen. So, ich werde jetzt meine Haare machen. Bin echt gespannt. Wie mache ich es am besten? Ich werde jetzt meine Haare über Kopf machen, die einmal auskämmen mit meinen Fingern einfach nur. Und dann werde ich die Partie für Partie abtrennen und dann die unechten Haare sozusagen einarbeiten. Und bevor ich das mache, werde ich die aber auch auskämmen. Also ich werde die nicht so einarbeiten, weil später, wenn ich alles zusammen auskämme, dann reiße ich die mir vielleicht raus oder so. Übrigens, für alle, die sich sowas noch nie reingemacht haben, also wichtig ist, dass ihr eine Partie abtrennt. Und dann, wenn ihr euch zum Beispiel... So, ich zeige es euch mal kurz hier. Just a second. Habe ich mir nicht so einen Stielkamm mitgenommen? Okay. Das kann ich vielleicht nehmen vom Haare färben. So, also ich trenne mir hier zum Beispiel eine Partie ab. Wenn ich weiß, ich will mir jetzt hier einen Clip reinsetzen, dann nehme ich mir einfach hier so ein bisschen was. Also wenn man es so richtig professionell machen möchte. Ich könnte jetzt auch sagen, ich nehme mir einfach diesen Clip und dann kreise ich den so ein bisschen hin und her und dann klipse ich den rein, dass er sich einfach so schön einarbeitet. Also nicht einfach nur so reinklipsen, weil dann kann er rausrutschen. Aber am besten ist, wenn ihr euch ein bisschen was nimmt und dann die Haare so ein bisschen antopiert an dieser Stelle und dann den Clip da reinsetzt. So, genau. Jetzt werde ich erstmal meine Haare auskämmen. Oh, ich liebe diese Haare auch. Das sieht so nice aus. Woohoo! Sieht auch cool aus, oder? I like it. So. Okay, so, das wäre jetzt schon mal meine eigene Mähne. Und ja, ich habe eigentlich, habe ich relativ lange Haare. Also die gehen bei mir wirklich so, ja, unter die Brust eigentlich, genau. Aber wenn ich die halt so krass voluminös locke, dann springen die halt so hoch und das ist mir dann zu kurz für die Hochzeit. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt Extensions haben möchte. Weil an sich habe ich ja viele Haare, lange Haare, aber eben nicht so lange, wie ich sie halt haben möchte. So, jetzt trenne ich erstmal ab. Genau. Die ersten werde ich direkt hier unten ansetzen, aber nicht unten. Wobei es eigentlich egal ist, weil ich die ja sowieso nicht zumachen werde. Aber unten sind die noch, da ist es die Spannweite zu klein, weil unten, man kann auch mit einem Zweier anfangen und dann mit einem Dreier weitermachen. Das könnte ich eigentlich auch machen. Ich muss nur gucken, dass ich die, also ich werde die alle relativ eng beieinander setzen, dass ich eben unten nicht so ein paar Haarfusseln nur habe, sondern dass es schon schön ist. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht doch einen Zweier mache. Oder ich mache danach zwei Zweier nebeneinander, dass ich einen Vierer habe. Genau, so mache ich es. So, also. Das ist jetzt im Prinzip, wie man die anordnet, das ist komplette Geschmackssache. Ich werde das so machen, dass ich die alle am Hinterkopf verteile. Also von hier unten bis hier ungefähr, dass egal wie ich mich bewege, die auf gar keinen Fall rausgucken. Und ich habe ja noch zwei einzelne, die werde ich hier an die Seite so ein bisschen verstecken. Genau. So, jetzt trenne ich erstmal ab. So. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es so perfekt ist. An dem Tag der Hochzeit werde ich auch gucken, dass meine Schwester dann schaut, dass es perfekt abgetrennt ist, aber einfach so. Ich muss auf jeden Fall später auch mal Öl sowohl in die Extensions als auch in meine echten Haare machen, dass die noch ein bisschen mehr gepflegt sind. So, okay, ich muss die auf jeden Fall dann für die Hochzeit ein bisschen weniger locken oder ein bisschen aushängen lassen, weil die sind sonst...
Die werden sonst so kurz. Weil schaut mal, wie lang die eigentlich sind. Einfach so das Doppelte. Genau. Ja, okay. So, let's start. Ich werde die jetzt nicht toupieren. Ich werde es mit dem Toupieren dann am Tag machen, dass es safe ist. Was man aber eben auch machen kann, ist eben diesen Clip anzusetzen, so ein bisschen hin und her zu kreisen und dann rein das Ganze. Genau. So, ich fange erstmal mit dem mittleren an, wo ich denke, dass ungefähr die Mitte ist. Achso, bei den Clips übrigens, richtig cool, da ist so eine Anti-Rutsch-Beschichtung mit dabei. Das finde ich sehr, sehr nice. Ich glaube, es bringt mir gar nichts oder bringt euch nichts, wenn ich mich jetzt umdrehe, weil man sieht nur meine Hände. So. Okay, das ist dann der erste Clip. Sieht man da überhaupt schon was? Oh ja, doch, die sind echt nochmal. Das ist doch. Okay, that's volume, baby. Übrigens, weil ich jetzt hier mit dem Abtrennen und sowas arbeite, habe ich natürlich vorher keinen Haarspray, Haarschaum oder sowas reingemacht. Mache ich sowieso nicht gerne. Aber ich glaube, am Tag der Hochzeit werde ich das, glaube ich, dann doch mal machen, weil ich glaube, ohne ist sonst ein bisschen schwierig, den ganzen Tag auszuhalten. Wobei meine Haare eigentlich schon sehr gut lockig bleiben. Also ihr werdet jetzt auch sehen, in den nächsten Vlogs, ich werde noch tagelang Locken haben. Und die unechten Haare, sind ja echte Haare, aber ihr wisst, was ich meine, die halten sich sowieso immer voll lange. Also deswegen, ich bin noch im Überlegen, weil ich mag den Gefühl oder das Gefühl von Haaren nicht, wenn da irgendein Scheiß dran ist. Also ob es schaumfestiger ist oder Haarspray oder sowas, ich finde das immer so total irgendwie beschwerend. Und klebrig und ich weiß nicht, also ich kann es echt überhaupt nicht leiden. Deswegen, ich benutze ja auch nie irgendwas. So, zweites drin. Gott. So. Mach jetzt in der Höhe vom Ohr, werde ich zwei Zweier nebeneinander, also ich werde hier ein Zweier hinsetzen und hier, dass ich sozusagen die vier nebeneinander habe. Okay, I like them. Die Farbe ist echt richtig, richtig gut. Ich hatte noch überlegt, wenn die nicht gut ist, dann hätte ich die nämlich einfach gefärbt. Das sind ja echte Haare, die kann man färben. Und vor allen Dingen, wenn ich sie dunkler gefärbt hätte, das wäre echt kein Problem gewesen. Ich muss mir das natürlich jetzt dann nochmal im Gesamtbild anschauen. Ich werde einfach mal Fotos machen und dann schauen, ob das matcht. Aber ich denke schon. Vielleicht mache ich jetzt sogar den Dreier und den Zweier nebeneinander, dass ich jetzt dann noch einen Fünfer habe. So im Bereich der Augenbrauen. Let's try. Lass mal gucken. Okay, ich habe jetzt noch die zwei Single, die werde ich die dann einarbeiten. Ich glaube hier so seitlich. Nicht zu weit oben. Die Haare werden natürlich noch schöner aussehen, weil jetzt habe ich schon gerade so ein bisschen, also ich habe keine fettigen Haare, aber die sind schon so ein bisschen, weil die ja schon zwei Tage alt sind. Guckt euch mal diese Haare an. Oh mein Gott. Schaut mal, wie gut die Clips halten. Ich hatte damals auch schon mal Clips gehabt, also schon sehr lange her. Das waren aber so Billig-Clips. Also die waren wirklich sehr, sehr günstig. Irgendwas Günstiges damals aus Amazon oder so. Und wenn ich da meine Haare gekämmt habe oder durchgegangen bin, dann habe ich die Clips rausgezogen, egal wie ich die fixiert hatte. Ja, da merkt man schon, also da ist ja hier so ein Anti-Rutsch-Grip mit dabei. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay, ja, ich werde die auf jeden Fall so machen, dass die noch so ein bisschen sich aushängen, ein bisschen länger dann halt eben sind, dass die nochmal so ein paar Zentimeter so bis hier ungefähr wäre cool. Ja, okay. Vom Grundsatz her finde ich die sehr, sehr nice. Auch mit der Farbe, das matcht schon. So, ich zeige euch jetzt mal die fertigen Haare. Also so sehen sie aus. Genau. I like it. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde das jetzt mal mit der Krone testen, wie ich die fixieren kann, wie ich das anrichten kann und so weiter und so fort. Aber, huhu! Ja, das wird sich auf jeden Fall, also die werden nicht, also es sieht jetzt natürlich sehr extrem aus. Natürlich werde ich nicht alle Haare nach vorne tragen. Ich werde nur ein paar vorne tragen.
Aber es sieht schon schön aus. weil mein Kleid ist ja komplett, also ist ja hier, ich habe ja nichts an den Armen oder sowas. Und ich bin ja so, ich mag meine Arme nicht. Und deswegen finde ich es schon schön, wenn ich dann lange Haare habe, die das auch so ein bisschen verdecken. Und ja, okay, das sieht nach nichts aus. Es muss natürlich alles gestylt werden, gell? Ich mache mal kurz weiter, Moment. So, jetzt haben wir die große Krone. Und die kleine Krone. Die große Krone, die wiegt auch um einiges mehr. Und die hat hier nur solche Ösen. Ich habe da echt Angst, dass sie mir dann irgendwie verrutscht oder sonst was mit passiert. Sieht schon schön aus, aber ich finde immer noch, dass hier ein Hauch übertrieben ist. Also ich bin ja nach wie vor ein Fan von der... Boah, meine Haare sehen hier oben so schlimm aus. Katastrophe. Okay, I need some Trockenshampoo. Das ist die kleinere mit den Spänkchen. Das finde ich halt viel, viel besser. Genau. Also ich würde die erstmal ansetzen. Ich glaube, ich würde die so ein bisschen weiter hinten machen als jetzt vorne. Genau. Und dann, wenn ich weiß, die Position hier zum Beispiel, dann muss ich praktisch unters... Moment. Ich mache das mal direkt... Komplett. Ich muss das Deckhaar sozusagen hochnehmen. Falls sich jetzt jemand fragen sollte, Amanda, woher kennst du das alles? Woher weißt du das alles? Ich habe schon sehr oft Bräute gestylt, geschminkt, Frisuren gemacht für verschiedene Shootings. Und ich bin ja selber seit vielen, vielen Jahren komplett in dieser Beauty-Obsessed-Szene drin. Genau, aber ich habe es nie gelernt. So, da stecke ich die jetzt rein. Da werde ich genau das Gleiche machen, dass die schön fest, also die sitzen jetzt schön fest. Die habe ich jetzt hier hinten reingesteckt, wo auch meine Extensions sind. So, die halten sich jetzt gegenseitig. Und dann kann ich das hintere nämlich wieder aufmachen. So, und ich würde am Tag der Hochzeit hier hinten das alles auch ein bisschen topieren, damit es nicht so platt runterhängt, sondern dass es alles schön oben auch füllig ist. Und dann können die Haare nämlich sich über diese... Schiene hier sozusagen drüber legen, weil sonst sieht es natürlich kacke aus. Das muss jetzt natürlich alles mit frischen Haaren hier oben, alles ein bisschen topiert werden. Und dann ist jetzt die Frage, lasse ich die so, also komplett offen, sieht auch nice aus. Aber ich wollte eigentlich gerne die Haare so ein bisschen aus dem Gesicht haben, dass mich das nicht die ganze Zeit stört. Vielleicht lasse ich auch so ein paar Strähnen draußen, um das so ein bisschen, ja, wie so ein... als Rahmen des Gesichtes zu nehmen. Boah, diese Strähne habe ich auch so mies verkackt. Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe meine Packung hier noch gar nicht aufgemacht. Jetzt muss ich natürlich die Strähnen, die ich nicht haben möchte, wegpinnen. Übrigens, kleiner Tipp, diese Bobbypins, diese, wie heißen die denn auf Deutsch? Stecknadel? Nee, wie heißen die denn auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Diese Klammern halt eben, die haben ja so eine gerippte Seite und eine glatte Seite. Und ich habe das früher immer so gemacht, dass ich die glatte Seite so reingezogen habe und die gerippte Seite oben gelassen habe. Kleiner Tipp, macht's umgekehrt. Da hält es viel, viel besser. Die gerippte Seite nach unten und das glatte nach oben. Warum das so ist, ist halt so. Keine Ahnung. So. Was ich auch mache ist, also ich nehme halt diesen Bobbypin, schnapp mir dann die Strähne, die ich haben möchte und klemme die rein und dann gehe ich von oben runter. Also jetzt ist dieser Bobbypin ist praktisch jetzt so gerade an meinem Kopf dran. So. Und so hält es am allerbesten, weil wenn ich die so seitlich oder so reinmache, dann kann es immer mal verrutschen oder so. Und so ist es von oben nach unten drinne. Hinter der Krone und ist alles sozusagen in place. Ja, also da werde ich, ich habe die Seite hier echt verkackt. Da muss ich wirklich schauen, dass ich die am Tag besser hinbekomme, dass ich sozusagen diese vordere Strähne oder hier aus der Mitte heraus nochmal dann schön eine hinlege. Hier ist ein ganz kurzes Härchen. Was bist du denn? Ach, das sind meine kleinen Babyhaare. Ja, aber so in etwa, dass ich mir einfach so ein paar, 1, 2, 3 Strähnen nehme und die so ein bisschen wegmache, weil so sieht es dann auch schön aus, weil hier ist es jetzt noch so, so.
Und hier sieht es viel schöner aus, weil da ein bisschen was gedreht ist und hier rein. Das sieht sehr, sehr cool aus. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, das werde ich aber, glaube ich, das werde ich spontan machen, wenn ich dann fertig mit meinem Make-up bin, meine Haare fertig sind und ich die Krone anziehe. Und dann, wenn ich mein Kleid anhabe, werde ich das, glaube ich, dann spontan machen, wie viel Haare ich wegstecke, wie viel Haare ich nicht wegstecke. Genau, aber ja, so in etwa wird mein Wedding-Make-up-Haare aussehen. Also, so sieht es dann aus. Also hier hinten natürlich noch schöner, nicht so platt und dass dann auch wirklich alles komplett versteckt ist und so weiter und so fort. Ich spüre hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Das kriegt man dann mit toupiert, also wenn man toupiert und so, eigentlich alles weg. Aber ja, im Großen und Ganzen wird es so aussehen. Also klar, dann die Ohrringe noch. Das meinte ich, ich will gar nicht so lange Ohrringe haben, weil die sowieso in den Haaren verschwinden werden. Aber es wird auch immer mal wieder, klar, die Haare so ein bisschen zur Seite blitzen und dann wird man schon die Ohrringe sehen. Deswegen, joa. I like it. Ich mag's. Ich bin auf jeden Fall so zufrieden. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein paar Fotos machen und dann über die Fotos kann man dann nochmal ein bisschen beurteilen. Okay, das, vielleicht doch anders besser, aber das wird's so im Großen und Ganzen werden. Vielleicht gibt es ein paar Abweichungen, aber ja, vor allen Dingen werde ich, die Haare sind jetzt natürlich frisch krass gecurlt. Das werde ich, ich habe jetzt auch extra mal ganz lange die Haare gecurlt. Also ich mache normalerweise immer 10 Sekunden und ich habe diesmal fast bei allen Strähnen 15 Sekunden gemacht. Das ist sehr extrem und ich habe sie auch immer so kühl werden lassen in meiner Hand und dann erst rausgelassen. Also entweder mache ich es so an der Hochzeit und weiß dann, okay, am Abend sind sie ein bisschen weniger vielleicht, dann sieht es auch ganz cool aus. Oder ich werde es von Anfang an so machen, dass ich sie nicht mehr in der Hand auskühlen lasse, sondern sogar ein bisschen kurz lang ziehe, dass die mehr, also dass sie nicht so krass gelockt sind. Ja, mal gucken, wie ich es machen werde. Aber, so viele Haare. Aber ich möchte halt, dass hinten, das Ding ist, wenn man sich ja die Haare schön macht, macht man ja meistens den hier, dass man hinten das Ganze teilt und das alles nach vorne macht, dass man so eine Mähne vorne hat. Aber ich möchte das halt am Tag der Hochzeit nicht machen. Ich möchte halt, dass hinten richtig viele Haare sind und vorne dann halt eben, ja, so wie ich es jetzt gerade eigentlich hatte, dass ich vorne so schöne Haare habe und dass hinten aber trotzdem alles voll eben ist, ja. Genau, dass ich eben nicht die ganze Zeit hin und her schmeißen muss. Doch, das gefällt mir echt richtig gut. Aber hier, also die Seite habe ich verkackt. Anders kann ich nicht sagen. Genau, das wird auf jeden Fall anders. Also das ist so, wie hier ist. Einfach so stufenweise. Also ich habe ja hier oben eine Strähne, dann hier eine Strähne und dann nochmal so eine lockere untere Strähne. Genau. Ja. Aber ja, das war mein Wedding-Look, mein Make-up und Haare mit Krone und so weiter und so fort. Das sieht so lustig aus mit diesem, mit dem Outfit jetzt, aber ja, so wird es in etwa aussehen. Genau, hundertprozentig wird sich das dann in einem Monat entscheiden. In einem Monat und 4 Tagen, Leute. Ich muss jetzt wirklich aufhören, hier zu experimentieren. Ich habe nämlich 2 Videos, die ich noch heute schneiden möchte und ja, meine Musikliste möchte ich unbedingt weitermachen. Genau. So. Ah, oh, I like that look. Ich gehe es mal kurz meiner Schwester zeigen. So, ich habe jetzt einige Fotos und Videos gemacht. Ich habe meine Haare einfach nur mal hier mit so Bobbypins wieder einfach so ein bisschen weggesteckt. Also mit den Haaren bin ich auf jeden Fall zufrieden, aber man sieht es schon so ein bisschen. Also hier sind meine echten Haare und das ist unecht. Man sieht schon, dass meine echten ein Ticken dunkler als die sind. Also so zu, wenn man genauer hinschaut, ansonsten geht's eigentlich. Aber dennoch bin ich ja überlegen, ob ich die vielleicht doch noch färbe. Mal gucken. Vielleicht mache ich es, wenn ich das nächste Mal meinen Ansatz färbe, dass ich dann zumindest so die Längen und Spitzen so ein bisschen dunkler färbe. Mal gucken. Ja, ansonsten bin ich mit meinem Make-up eigentlich ganz zufrieden. Ich habe echt mittlerweile auch so ein bisschen Das nervt mich richtig. Also gerade, also wenn ich so cool straight gucke, ist für mich alles in Ordnung.
Aber sobald ich irgendwie so mache und hier die ganzen Falten dann habe oder wenn ich sehr lächle, dann habe ich halt diese ganzen Lachfalten. Klar, ist alles natürlich, alles schön und gut. Man darf auch nicht vergessen, meine Mutter telefoniert gerade mit meiner Schwester draußen. Wir sind gerade so ein bisschen am Plan von den nächsten Wochen. Ich habe jetzt auch einen Termin mit der Location, wann wir hingehen und mit der Dekorateurin und so weiter. Es steht jetzt eigentlich schon relativ alles fest. Nur noch der Fotograf, da muss ich noch einen finalen Termin ausmachen. Was wollte ich gerade sagen? Ach so. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, ich bin hier keine Mitte 20 mehr. Ich werde in einem halben Jahr, Anfang November, 36 Jahre alt. Also ich werde 36, das ist so krass. Ja, und deswegen kann ich natürlich nicht mehr so eine junge, frische, glatte Haut haben. Eine junge, frische Braut sein. Aber ich gebe mein Bestes. Aber ich merke schon, ich glaube, deswegen schminke ich mich nicht mehr so gerne, wie ich es früher mal getan habe. Ich finde mich schöner ohne Make-up. Also ich mag es klar, wenn ich was auf den Lippen habe oder ein bisschen konturiert, ein bisschen Blush, ein bisschen Highlighter oder was auf den Augen. Aber ich meine jetzt dieses flüssige, wirklich Make-up. Weil ich das Gefühl habe, das betont meine Nachteile, das betont meine Poren, das betont meine Falten, das betont halt wirklich so unterm Auge, und keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, es betont alles noch mehr. Aber es sieht halt auf Fotos schöner aus. Deswegen, keine Ahnung, ich bin so, ich bin jetzt natürlich hier auch total andersfarben. Mit der Farbe ist sowieso, muss ich natürlich gucken dann an dem Tag. Aber ich muss echt sagen, ich fühle mich ohne Make-up besser, wohler. Ich habe dann auch das Gefühl, okay, es kann nirgendwo was trocken aussehen oder irgendwie cakey aussehen und keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Also, es ist alles schön. Das finde ich jetzt, also das ist jetzt nicht das Ding, aber ich bin es halt im Alltag so gewöhnt, einfach so komplett ohne Make-up zu sein, dass das jetzt schon für mich krass ist. Ich habe mich schon lange nicht mehr so intensiv geschminkt. Die letzten Male war es wirklich eigentlich letztes Jahr, als wir auf Hochzeiten waren. Letztes Jahr auf Hochzeiten habe ich mich so intensiver geschminkt. Keine Ahnung. Ich mag es, ich fühle mich, also es ist so okay, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch bei ein paar Bildern halt eben, ich bin dann die Bilder durchgegangen, da habe ich auch gemerkt, wenn ich so richtig gelächelt habe, das sieht dann so faltig und cakey aus und sowas, aber ich meine, das sieht man auch, wenn ich kein Make-up drauf habe, aber ich habe das Gefühl, das Make-up betont es halt eben nochmal. Ich kann vielleicht auch ein kleines bisschen übertrieben sein. Ich habe eigentlich kein Problem mit meinem Alter, so ist es jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich schminke, sehe ich noch älter aus. Also so, keine Ahnung. Vielleicht versteht der eine oder andere, was ich meine. Vielleicht übertreibe ich aber auch gerade. Ich habe keine Ahnung. Aber ja. So, jetzt werde ich mal anfangen, endlich das heutige Video zu schneiden. Und vielleicht auch das für morgen. So, ich hau mal rein. Mein Mann und der Samu sind gerade draußen. Die wollten das Auto saugen von innen. Das sieht so schlimm aus. Also Auto wollten die saugen und meine Schwester und der Elias sind gerade draußen irgendwie im Garten. Ja, ist auch mittlerweile alles ready. Die haben alles vorhin gemäht und geschnitten und so weiter. Sehr cool, dann musste ich das nicht machen. Das heißt, musste ich es machen. Mein Mann wollte das eigentlich sowieso machen. Aber ja, ich zeige das jetzt nochmal kurz meiner Schwester und dann lege ich mal mit der Arbeit, mit der richtigen Arbeit los. Das war jetzt alles so für die Hochzeit. So, mein Vlog ist mittlerweile geschnitten und ist am Hochladen. Währenddessen war ich mal kurz im Lidl gewesen, habe ein paar Sachen geholt, weil meine Mama jetzt nämlich gerade auf dem Weg zu uns ist und die ist dann morgen nämlich hier. Deswegen habe ich ihr zum Beispiel diese Hähnchenschenkel, nee, kein Hähnchenschenkel, Hähnchenkeule geholt, genau. Neue Rindersalami, dann zweimal hier Geflügelmortadella, Paprika, dann Alufolie ist uns leer gegangen, zweimal Feldsalat, einmal Roma-Salat ist auch komplett leer, eine Zucchini, eine Zwiebel, dann hier diese Mini-Joghurt, die essen die Russen immer ganz gerne, die waren auch leer. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert, es hat mich irgendwie total angelacht, also auch für die Jungs. Popcorn, dann hier so Brombeeren, das hatte ich mal bei Elias seinem Geburtstag, der ist total gefeiert, kann man ja mal geben. Kartoffeln und dann einmal Himbeeren
und Brombeeren. Das war alles gerade echt im Angebot. Also die hier habe ich 50% off bekommen und auch das Feldsalat und sowas war irgendwie alles gerade reduziert, wahrscheinlich Samstagabend. Wir haben nämlich tatsächlich 18 Uhr, deswegen habe ich vieles echt reduziert bekommen. Ja. So, mein heutiges Abendessen, Brot mit Putenbrust und einen gemischten Salat. So, ich habe mich gar nicht großartig mehr gemeldet, aber ich habe ja heute auch schon genug gefilmt. Meine Mama ist heute gekommen, also jetzt gerade so vor einer Stunde ungefähr, hat noch kurz mit den Kids gespielt, aber dann sind die jetzt auch ins Bett. Ich habe gerade die ganzen Blumen mal vom Haus gegossen und auch unseren Garten, genau gerade, wo wir alles frisch gesät haben. Hab noch ein bisschen gearbeitet, meinen Vlog gerade online gestellt. Ich habe gerade noch ein Reel geschnitten, das werde ich auch noch online stellen. Aber ich muss erstmal was essen. Ich habe mega den Hunger, deswegen ich habe für meine Mutter ein bisschen was vorbereitet. Unter anderem so einen gemischten Salat gemacht und habe ich mir so eine kleine Schüssel abgezweigt. Und jetzt habe ich gerade Working Moms angemacht. Die nächste, ja, die neue Staffel ist nämlich rausgekommen und da habe ich jetzt letztens schon angefangen zu schauen und schaue jetzt mal mir ein, zwei Folgen an. Genau, warte, bis mein Mann reinkommt und dann lassen wir den Abend ausklingen. Morgen ist Sonntag. Ja, ich würde sagen, ihr Lieben, ich melde mich morgen wieder bei euch. Also macht's gut. Ciao, ciao.